Was ein Abend, was ein Wetter. Ihr habt alles richtig gemacht, dass ihr hier bei Fußball eingeschaltet habt. Euer Kommentatorenteam, wie gewohnt, Florenz Schmitz-Sommerfeld und Jan Platte. Ja, das wird, glaube ich, ein schönes Ding, dieses Rivals-Spiel heute. Und ich glaube, für Spannung ist in dieser Begegnung auf jeden Fall gesorgt. Also, das wird mit Sicherheit eine interessante Partie. Das ist ein Duell, das wir immer gerne erleben. Das ist also die erste Elf der Football Pies. Im Tor ist André Onana. Matthijs de Ligt spielt mit Lisandro Martinez in der Abwehr. Und im Angriff spielt Richarlison. Ja, gefällt mir gut, wie sie hier den Ball holen. Zugemacht im Strafraum. Was für eine sensationelle Parade so früh im Spiel. Es steht weiter 0-0. Kelly. Außenbahn relativ frei für die Football Pies. Da kriegt die Abwehr das Zentrum nicht geschlossen. Boah, die legen direkt los. Das ist es. Das 1-0. So, alles klar, mit 1-0 geht es weiter. Kelly. Diogo Dalot. Ansu Fati. Richarlison. Das ist eine gute Chance. Und drin ist er. Das ist ihr zweiter. Das ist der Doppelpack. Das ist gut gespielt, aber was wird jetzt draus? Diogo Dalot. Richarlison. Am Außen, da könnte was gehen jetzt für die Football Pies. Und sofort der Pfiff, der Blick, der Elfmeter. Sie machen ihn rein. Weiter geht's. 3-0. Wir haben hier relativ deutlich gespielt. Tun. Ja, und dann der Ballverlust. Ja, gut geklärt. Ja, und sie hat viele Optionen. Läuft sich immer jemand frei. Und da ist er durch. Was macht er daraus? Oh, das sah gut aus, aber dann doch nur Abstoß. Kelly. Thun. Versucht sie es auf dem Flügel. Platz wäre da. Ganz wichtig, dieser Ballgewinn im letzten Moment. Diogo Dalot, Kelly. Und der Ball ist weg. Boah, also im Mittelfeld ist gerade ganz schön Kuddelmuddel bei beiden Teams. Maino. Überrasch. Felix. Ah, starkes Tackling. Ja, der spielt sie super in die Tiefe.
sicher pariert. Gutes Ding. Kelly. Oh, da hat sie ganz viel Übersicht. Oh, die Fahne geht hoch. So ein guter Ball. Was wäre das für eine Chance geworden? Aber so werden sie zurückgepfiffen. Perfekt verteidigt. Nah am eigenen Tor. Watkins. Oh, geht vorbei. Und dann ist er da. Im zweiten Anlauf. Marcus jetzt holt sich den. Und das muss es doch fast sein. Oh, Chance vertan. Das hätte was werden können. So, nur Abschluss. Maino. Thun. Ah, da haben sie gut aufgepasst. Felix. Kelly. Und dann der Ballverlust. Ansu Fati. Das kann jetzt was werden. So, und da hat er gut nachgesetzt. Bleibt drin und holt sich den Ball. Wird Einwurf geben. Maino. Und da haut er nochmal drauf. Der Ball ist nicht drin. So, und Schluss mit Halbzeit Nummer 1. Wir gehen. Also bislang war es ja eine eher einseitige Partie. Jetzt geht es hier weiter und wir steigen ein in den zweiten Durchgang. Und im eigenen Strafraum dann den Ball zurückgeholt. Ham. Ah, Fahne geht hoch, Timing nicht ganz richtig. Stimmt, Schmizo will da raus aus dem Abseits, aber das klappt nicht so richtig. Und Ecke. Haut diesen Eckball in die Mitte. Und die Ecke ziehen sie sehr nah ans Tor, deswegen keine Schwierigkeit für den Keeper. Ball ist weg, jetzt also wieder gegen den Ball sortieren. Stark, wie sie hier den Ball holen mit diesem Tackle. Mit viel Einsatz, da reingegangen. Und jetzt kommt sie in die Mitte dieser Ecke. Aus der Ecke machen sie nicht wirklich was Gefährliches. Starker Zweikampf in der Box, gut gelöst. Maino. Guter Pass, das könnte was werden. Ah, und den haben sie den Ball. So, die Abwehr kriegt sie nicht zu fassen. Guter Einsatz hier, das war höchste Gefahr fürs Tor. Und da kommt's, das Vorchecking. Und jetzt muss es schnell gehen. Jetzt Ansu Fati. Wir sehen es hier in diesem Konter, die Abwehr hat sich immer noch nicht richtig formiert. Nee, Ball ist weg. Wort. Thun. Und dann der Ballverlust. Kelly. Ja, das ist einfach Stärke im Dribbling. Super.
Ollie Watkins. Stark reingegangen. Guter Einsatz. Ja, da ist ein bisschen Platz. Spielen Sie es schnell genug. Ah, das sah gar nicht verkehrt aus, aber geben den Ball hier ab. Viel Platz auf dem Flügel. Und da ist sie an allen vorbei. Das muss eine Chance werden. Boah, die Abwehr ist gerade noch so da. Das war gefährlich. Ballverlust von den Football Pies. So, und dann machen wir mit Freistoß weiter. Ich glaube, das war unstrittig. Dann Richarlison. Und auch der ist drin. 4 Tore in Führung. Was ein Schaulauf. Die einen gehen langsam unter, die anderen feiern ihr Schützenfest. 4:0. Und weiter geht's. Ollie Watkins. Das ist eine gute Gelegenheit. Und jetzt ist er drin. Immerhin, sie lassen sich hier nicht hängen. Obwohl es wahrscheinlich nichts mehr wird mit dem Erfolg. Auf Außen hat sie Platz. Super Ballgewinn. Vielleicht wird es jetzt gefährlich. Ball gewonnen. Gut geholt. Felix. Ollie Watkins. Ja, und wenn der Ball angekommen wäre, das wäre gefährlich geworden. Die Abwehr hat da keine Chance. Dann Richarlison. Versucht zu erwarten. Ja, das ist natürlich kein Problem für den Keeper. Ja, sehr gutes Tackling. Holt sich den Ball. Ja, den holt sich der Keeper ganz entspannt. Bruno Guimaraes. Watkins. Ja, und dann ist er weg, der Ball. Und da gibt es nur diese eine Entscheidungsfreistoß. Da sind viele Optionen gut freigelaufen. Jetzt können sie mal über außen kommen. Sehr aufmerksam, gefahrensbereinigt. Nachspielzeit ist 1 Minute. Könnte sogar den Platzverweis geben. Flanke auf den zweiten Pfosten. Und die nächste Superaktion wieder. So, und jetzt haben sie es. Das Heimteam gewinnt hier und heute dieses Spiel. Das war eine... Drei Tore in einer Partie, einen Hattrick gemacht und somit entscheidend beigetragen zu diesem Erfolg.